Der Ticker startet um 6:36 Uhr. 0:40 Kiew warnt vor Berichten über Waffenlieferungen. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat im russischen Angriffskrieg vor vorschnellen und unkontrollierten Berichten über Waffenlieferungen oder militärische Aktionen gewarnt. Diese würden nur der russischen Seite in die Hände spielen und ihr helfen, Aktionen genauer auszurichten, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Freitagabend. Es sei bereits vorgekommen, dass gut gemeinte oder aus Dankbarkeit veröffentlichte Berichte über Waffenkäufe oder Lieferungen dazu geführt hätten, dass entweder Verträge gekündigt oder Lieferungen verhindert worden seien. Und daher versuchen wir heute unter Kriegsbedingungen zu verhindern, dass Informationen über Hilfe, die wir erhalten, durchsickern, sagte Maljar. Sie erinnerte zugleich an ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz, das die unbefugte Verbreitung von militärischen Informationen unter Strafe stellt. Über Details von Militäraktionen dürfte daher erst gesprochen werden, wenn sie der Generalstab veröffentlicht habe. Sonst drohten der ukrainischen Armee unnötige Verluste. 0:18 Über 7000 Menschen konnten umkämpfte Städte am Freitag verlassen. Insgesamt 7331 Menschen konnten am Freitag nach ukrainischen Angaben über Fluchtkorridore umkämpfte Städte verlassen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Vereszczyk erklärt, 2800 Menschen seien mit selbstorganisierten Fahrten aus Mariupol entkommen, das unter besonders heftigem Beschuss liegt. Legende: Ihnen ist die Flucht aus Mariupol gelungen. Menschen steigen nach ihrer Ankunft am Evakuierungspunkt in Saporischschja aus einem Minivan aus. Keystone. 22:55 Uhr ukrainisches Luftwaffenhauptquartier von Raketen getroffen. Das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe in Vinnytsia im Westen des Landes ist am Freitag mit mehreren russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Ein Teil der 6 Raketen sei im Anflug abgeschossen worden, die übrigen trafen das Gebäude, teilte die Luftwaffenführung auf ihrer Facebook-Seite mit. Dabei sei erheblicher Schaden an der Infrastruktur entstanden. Ein Foto auf der Facebook-Seite zeigte schwere Zerstörungen. Über eventuelle Opfer des Angriffs am späten Nachmittag wurden keine Angaben gemacht. Die Untersuchungen und Bergungsarbeiten dauerten an. 22:47 Uhr Cherson wieder umkämpftes Gebiet. Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen nach Angaben eines ranghohen Vertreters des US-Verteidigungsministeriums darum, die wichtige südliche Stadt Cherson von den Russen zurückzuerobern. Das russische Militär habe keine so feste Kontrolle mehr über die Stadt wie zuvor, weswegen Cherson nun wieder als umkämpftes Gebiet zu bewerten sei, sagte der Vertreter des Pentagons am Freitag. Die Ukrainer leisten dort Widerstand, wie er weiter sagte. Cherson am Beginn des Dnipro-Mündungsdeltas sei eine strategisch bedeutende Hafenstadt, sagte der leitende Beamte. Falls es den Ukrainern gelingen sollte, die Stadt zurückzuerobern, würde das den russischen Angriff auf die nahe umkämpfte Großstadt Mykolajiv erschweren. Zudem würde es eine mögliche Bodenoffensive in Richtung der östlichen Hafenstadt Odessa deutlich erschweren, sagte er. Eine mögliche Einnahme Chersons wäre eine bedeutende Entwicklung für den Krieg im Süden der Ukraine, fügte er hinzu. 22:09 Frankreich plant mit Türkei und Griechenland Evakuierung aus Mariupol. Frankreich plant mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu evakuieren. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Es gebe bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister von Mariupol sowie eine Abstimmung mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Eine Absprache sei auch mit Russland erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern. Legende: 20:56 Uhr Macron, Energielieferungen sollen nicht in Rubel bezahlt werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, es gebe keinen Grund, der russischen Forderung nachzukommen, für Energielieferungen in Rubel zu zahlen. Aus den Vertragstexten gehe hervor, dass es untersagt sei, Zahlungen in Rubel zu verlangen. Russland wolle mit Rubelzahlungen Sanktionen des Westens umgehen. Legende: Keystone. 20:17 EU-Länder wollen Gas gemeinsam einkaufen. Nach 9-stündigem Ringen um Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise haben sich die EU-Länder darauf geeinigt, gemeinsam Gas einzukaufen. Ich begrüße, dass wir unsere gemeinsame Verhandlungskraft nutzen werden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem Gipfel am Freitagabend. Anstatt uns gegenseitig zu überbieten und die Preise in die Höhe zu treiben, werden wir unsere Nachfrage bündeln. Bei Pipeline-Gas repräsentiere die EU etwa 75% des Marktes.
Wir haben eine enorme Kaufkraft, sagte von der Leyen. Für eine direkte Deckelung der Gaspreise, wie sie etwa Italien, Portugal, Spanien oder Griechenland gefordert hatten, gab es zunächst keine Einigung. Länder wie Deutschland und die Niederlande waren gegen einen solchen Marktingriff. Auch Forderungen Spaniens, den Strompreis vom Gaspreis zu trennen, da sie durch einen Preismechanismus verbunden sind, stießen auf Ablehnung. Spanien ist besonders von den hohen Preisen betroffen. Legende, von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel bei der Medienkonferenz. Keystone. 18:40 Gouverneur, ukrainische Truppen halten Mariupol. Die seit Tagen unter schweren Angriffen stehende Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben des Gouverneurs der Region Donetsk immer noch in der Hand ukrainischer Truppen. Gouverneur Paulo Kyrylenko erklärt im Fernsehen, rund 65000 Einwohner hätten zu Fuß oder mit dem eigenen Auto aus der Stadt fliehen können, obwohl die meisten Versuche zur Einrichtung von Fluchtkorridoren gescheitert seien. 17:27 Russland will sich auf Donbass konzentrieren. 4 Wochen nach der Invasion in die Ukraine scheint Russland angesichts massiver Probleme sein Vorgehen zu ändern. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Armee 93% des Regierungsbezirks Luhansk und 54% des Bezirks Donetsk im Osten der Ukraine kontrolliere. Das Hauptziel der ersten Phase der Operation ist damit erfüllt, sagte Sergei Rutskoy vom russischen Oberkommando. Die ukrainischen Kräfte seien so weit geschwächt, dass man nun die Befreiung des Donbass in den Fokus nehmen könne. Die Erstürmung von großen Städten werde nicht ausgeschlossen, sei aber nicht prioritär. Auch nach Einschätzung der USA verlegt Russland den Schwerpunkt seines Militäreinsatzes weg von Kiew in den Donbass. Russland könnte damit versuchen, die ukrainischen Truppen dort vom Rest des Landes abzuschneiden und seine Position in den Verhandlungen zu stärken, sagt ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Militärs gemäß der Nachrichtenagentur. Die russische Armee erklärte zudem, dass bisher 1.351 russische Soldaten bei dem Angriff auf die Ukraine ums Leben gekommen sind. 3.825 seien verletzt worden, berichtete die russische Agentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Nach Angaben westlicher Sicherheitskreise betragen die russischen Verluste aber ein Vielfaches dieser Zahlen. 16:41 Biden kommt in Polen an, Flugzeug von Präsident Duda muss umkehren. US-Präsident Joe Biden ist in Polen angekommen, wegen einer Notlandung des Flugzeugs von Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda sind die Pläne des US-Präsidenten aber durcheinander gewirbelt worden. Die Air Force One mit Biden an Bord landete am Freitag kurz nach 14 Uhr auf dem Flughafen im polnischen Ocesco. Dort wollte sich Biden eigentlich gemeinsam mit Duda über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine informieren. Stattdessen hat der US-Präsident nun zunächst in Polen stationierte US-Truppen getroffen. Die Maschine mit Duda an Bord musste wegen eines Schadens nach Warschau zurückkehren. Dort stieg Duda in ein Ersatzflugzeug um. Biden hätte am Flughafen Ocesco, nur rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, eigentlich von Duda begrüßt werden sollen. Biden traf am Freitagnachmittag US-Militärs der 82. Luftlandedivision direkt neben dem Flughafen. Die USA hatten vor Kriegsausbruch 4700 Soldaten der 82. Luftlandedivision aus North Carolina nach Polen verlegt. Sie verstärken die bislang 4500 Soldaten, die die USA schon seit längerem in Polen stationiert haben. 1:23 Video: US-Präsident Biden besucht Polen aus Tagesschau vom 25.03.2022 abspielen. 16:23 Coop-Tochter Transgourmet zieht sich aus Russland zurück. Die Coop-Tochter Transgourmet kehrt Russland den Rücken. Die Geschäftsaktivitäten von Selgros und Global Foods würden im Rahmen eines Verkaufs an das lokale Management weitergeführt, teilte die im Abhol- und Belieferungsgroßhandel tätige Transgourmet mit. Damit kann den betroffenen Mitarbeitenden eine Perspektive gegeben werden, schrieb die Coop-Tochter weiter. Diese Bestrebungen stehen unter Vorbehalt der russischen Kartellbehörden. Werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Der Umsatz von Transgourmet in Russland belief sich auf rund 110 Millionen Franken, wie eine Coop-Sprecherin auf Anfrage sagte, dieser macht somit nur einen kleinen Anteil am gesamten Umsatz der Transgourmet-Gruppe von 9,1 Milliarden aus. 15:54 russischer Botschafter zeigt Zeitung in Rom an. Der russische Botschafter in Rom hat Anzeige gegen die Tageszeitung La Stampa erstattet. Das in Turin erscheinende Blatt hatte in dieser Woche in einem Artikel ein Szenario durchgespielt, bei dem Kreml-Chef Wladimir Putin von einem seiner Vertrauten ermordet wird, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.